Was geht ab, der Kanake? Heute wieder mein Badezimmer am Start. Heute kein Omegle, Freunde, wir machen heute ein bisschen was anderes. Wir quatschen ein bisschen miteinander. Ich habe zwar noch Omegle-Stuff, was ich hochladen kann. Ey, warte mal, ich muss da in die Kamera gucken. Ich gucke immer auf den Bildschirm, so das ein bisschen behindert. Egal. Ich habe zwar noch Omegle-Stuff da, aber ich habe keinen Bock, das gerade hochzuladen, weil am Wochenende werde ich nichts machen können. Am Wochenende bin ich andersweitig beschäftigt mit Geburtstagen etc. pp. Ja, deswegen dachte ich mir, gut, komm, lass es heute mal aus. Dann kannst du am Wochenende ein bisschen Pause machen. Hast du bis Montag genug Stoff? Setze dich am Montag nochmal rein. Vielleicht nochmal die Woche, ich weiß es noch nicht. Also, falls ich mal auf Omegle diese Woche online gehen sollte oder irgendwas anderes vorhabe, lass es in meiner Instagram-Story auf jeden Fall wissen. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, @vanishblack, dieses Black, weil ich ja so cool bin, mit einem V statt mit einem A. Ich weiß auch nicht, warum ich das damals gemacht habe, aber okay. Ja, was gibt's zu bereden? Und zwar habe ich vor, mir ein kleines Experiment zu gönnen. Und zwar möchte ich mir ein Terrarium holen. Ich werde euch schon nicht verraten, was für ein Tier es ist. Dazu wird auch wahrscheinlich ein Vlog online kommen. Also dazu kommt wahrscheinlich auch noch ein Vlog online. Könnt ihr euch alles gerne reinziehen und wir können dann gemeinsam. Bin ich eigentlich behindert, wenn die Kamera an ist? Warum mache ich das? Warum bin ich so behindert, wenn die Kamera an ist? Wir können uns auch noch gemeinsam hinsetzen und dann einen Namen überlegen. Ich bin für Vorschläge offen, so. Ich meine, es gibt viele YouTuber, die haben ein Community-Haustier. Aber ich habe was ganz Besonderes im Kopf. Das hat, glaube ich, noch keiner. Also, ich habe noch keinen gesehen, der so ein Tier hat. Es lebt auf jeden Fall in einem Terrarium. Ihr könnt ja schon mal ein bisschen in den Kommentaren versuchen herauszufinden, was es ist. Der ein oder andere wird vielleicht Angst vor diesem Tier haben. Ich weiß es nicht. Aber ich find die richtig cool. So. Ich finde das richtig interessant. Ich finde allgemein so Terrarientiere mega interessant. So. Und es wird auch mein erstes Terrarium sein. Und ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu babbeln. Guck mal, ich laber schon 1 Minute 48 zu. So. Ich meine, ich könnte zwar noch weitere 6 Minuten quatschen, so um ein bisschen mehr Werbung reinzuballern, kannst du ein bisschen mehr finanzieren und so, ein paar Zigaretten kaufen, ein bisschen tanken und so, aber das mache ich heute mal nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. So, falls du dich auf Omegle jetzt gefreut hast, tut mir leid, dass ich dich damit enttäuschen muss, dass heute kein Omegle kommt. Aber morgen, wie gewohnt, 18:15 Uhr, findest du auf meinem Kanal wieder ein Omegle-Video. Je nachdem, ey. Und guck mal, ich habe mega Bock, bevor wir jetzt dieses Video beenden, ich habe mega Bock auf ein Beichtstuhl-Video. Ja. Falls du coole Beichten hast, ich werde, wenn dieses Video online kommt, werde ich in meiner Story heute und morgen eine Story haben. Ja, logisch. Nee, da könnt ihr halt eure Beichten abgeben. Kommt mir bitte nicht an mit irgendwelchen Tierschänder-Scheiße und so. Als ich das letzte Mal gemacht habe, ey, wir haben so viele verkackte Sachen gehabt, Alter. Aber habe ich letztens schon erwähnt gehabt. Deswegen, falls du eine Beichte hast, so kannst du auch gerne einen neuen Account machen, falls du nicht willst, dass ich weiß, wer du bist, so. Aber ich werde eh nichts ausplaudern. Ich werd nicht sagen, ey, ja, du Johannes bist voller Bastard, so, Digga. Mach ich nicht so. Also, es bleibt unter uns so. Beichte was. Sei ein Teil dieser Community. Und, ja, lass uns zusammen coole Videos machen. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Oder guten Morgen, je nachdem, wann du dieses Video siehst. Und, bleibt gesund. Ich hoffe, eure Familie bleibt gesund. Und, vergesst nicht, eure Maulkörper anzuziehen, Freunde, ne? Viel Spaß noch.